Servus Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende und ich möchte ein kleines Fazit ziehen zu 2020. Ja Leute, was waren so die Highlights in 2020? Da war mit Sicherheit der Wachsensteingrad eins der großen Highlights. Dann war da noch die Überschreitung von der Großkarspitze rüber zum Börner. Und der Oberrheintalschroffen war auch eine sehr schöne Tour. Ende November habe ich die Überschreitung zusammen mit dem Tobi gemacht. Es war eine anspruchsvolle Tour und es gibt leider kein Video dazu. Des Weiteren war ich in dem Jahr sehr oft mit der Biwak-Ausrüstung unterwegs. Also ich habe mehrfach in den Bergen übernachtet. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe viele Sonnenuntergänge und Aufgänge gesehen. Das waren ganz besondere Momente für mich in dem Jahr. Des Weiteren bin ich wieder mit dem Skifahren angefangen. Letztes Jahr hatte ich einige Verletzungen durch das Skifahren davongetragen. Dieses Jahr habe ich wieder angefangen und es hat mir sehr viel Spaß gebracht und bin auch oft auf Skitour gewesen. Ja, kommen wir mal zu den Lowlights in 2020. Da ist mit Sicherheit die zwei Bergunfälle an der Kaltwasserkarspitze zu nennen. Ich hatte die Tour gerade ein paar Wochen vorher gemacht und ein Video eingestellt und musste dann feststellen, wie dieser zweite Unfall gewesen ist, dass dieses Video sehr oft angeschaut wurde. Ich hatte am Abend schon über 1500 Klicks, wo der Unfall passiert ist. Und ich habe mich dann entschlossen, das Video rauszunehmen, weil ich einfach keine Klicks erzeugen möchte bzw. Abonnenten gewinnen mit solchen Geschichten. Das Video von der Kaltwasserkarspitze habe ich mittlerweile wieder eingestellt. Ich habe jetzt noch eine Warnung dazu geschrieben. Seid bitte vorsichtig, wenn ihr im Karwendel unterwegs seid. Kommen wir mal zum nächsten Jahr. Was ändert sich da? Nicht viel wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr mal auf Hochtour gehen kann. Dieses Jahr ist mir leider was dazwischen gekommen in der Familie, was mich gehindert hat, in die Schweiz zu fahren. Ich hoffe, dass ich das im nächsten Jahr machen kann. Vom Sport selber wird sich auch ein bisschen was verändern. Ich möchte den Bergsport bei mir noch ein bisschen erweitern mit einer Disziplin. Aber das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ja Leute, dann möchte ich mich noch bedanken. Als erstes möchte ich mich erstmal bei meiner Frau bedanken, die mir immer den Rücken stärkt und das Ganze hier ermöglicht, dass ich so oft auf Bergtour gehen kann. Sie hat da einen großen Verdienst dran. Ich möchte mich auch bei meiner Familie bedanken, dass sie mich mit meinem Sport so akzeptiert, wie ich bin. Und dann geht noch ein spezieller Dank an den Tobi raus, der mich bei sehr vielen Bergtouren begleitet hat. Und in den Momenten, wo es mir auch mal nicht so gut ging, den Rücken gestärkt hat. Vielen Dank dafür. Und dann möchte ich mich noch bei der Moni bedanken, die mit mir sehr viel das Skifahren trainiert hat. Ja Leute, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich bin mir sicher, im nächsten Jahr gibt es auch wieder viele spannende Touren zu sehen. Ich hoffe, euch haben die Touren in diesem Jahr genauso viel Spaß gebracht wie mir auch. Corona-bedingt ist das Jahr ein bisschen anders verlaufen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und ihr bleibt auch alle gesund. Mir bleibt nur noch euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und ja, dann wünsche ich euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, euer Olli.